Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auserwählte Spectator-Touristen, einem weiteren Teil von Let's Play Medieval 2 Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Kaiser. Wir sind zurück mit dem mächtigen Heiligen Römischen Reich. Und wir kämpfen heute gegen die Spanier. Die haben uns nämlich im letzten Part einfach mal den Krieg erklärt. Aber es war ja irgendwie abzusehen. Welche Fraktion sollte uns denn bitte nicht den Krieg erklären, ne? Es gibt ja auch irgendwie keinen Sinn, hier tatsächlich noch längere Zeit Frieden zu haben, ne? Gut, okay, das erste ist Hauptmann Enrique. Den enriquisieren wir, glaube ich, mal spontan weg. Er nennt uns ein Schlachtfeld. Ja, wir werden. Ja, Kaiser. Wir werden keinen der Fremden verschonen. Wollen wir das automatisch machen? Aber die kommen eh nicht alle aufs Schlachtfeld, ne? Machen wir nicht. So. Sie werden dem Reich nicht entkommen. Wir greifen an. Wir haben ja ein bisschen was an Truppenverstärkung rekrutieren können. Ich glaube, das hilft uns hier auch ein bisschen weiter. Brauchen wir die Ansprache heute? Ah, wisst ihr was? Ich habe so wenig Zeit heute. Kommt, wir lassen die mal ausnahmsweise weg. So, wo kommt unsere Verstärkung? Da hinten, okay. Also dann ab darüber. So, mal ganz kurz gucken, was wartet denn hier noch so an Truppen? Genau, Moment mal, da gibt es doch so ein... Nee, das meine ich nicht. Hier, da, ne? Pass auf. Und zwar, genau, stell dich mal gerade so hier hin. So. Da sieht mir nach Fernkämpfern aus, dass da... Pavese Armbrustschützen, Söldner Armbrustschützen und abgesessene Feudalritter. Okay, cool. Was schmeißen wir weg? Die brauchen wir zum Verfolgen. Die hier bringen uns nicht so viel. Die können sich direkt wieder verdünnisieren. So, komm. Schick die Klone rein. Ah, ich muss warten, bis sie komplett von der Map runter sind, ne? Stell sie hier hin. Sorry. Oh, oh, oh. Pass auf, schwärm mal aus mit denen. Okay, wenigstens kann ich den schon mal steuern. Die Schlacht wendet sich zugunsten des Reichs. Das ist eine Armbrustschützenmiliz. Okay. So, und jetzt noch die Infanterie bitte einmal neu zusammenfassen und... Hier aufstellen. Die abgesessenen Feudalritter werden Hackfleisch aus uns machen, wenn wir nicht aufpassen. Wo sind unsere? Da. So, einmal bitte schnell aufessen. Gut.
Und ihr hört jetzt mal bitte gerade mit diesen Brandpfeilen auf. Nur noch die. Wir haben die. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Davon gehe ich allerdings auch aus. Okay. Ach so, die Inf, die muss da gar nicht mehr hinterherlaufen. Genau, die Fernkämpfer dürfen da noch ein bisschen ballern. Das finde ich schmackofatzig. Haben wir die Feudalritter noch platt? Du bist sehr weit gespuchtet, ne? Wer spurtet denn da hinten? Ja, das waren die Schlauen, die waren als Erste weg, ne? Ich frage mich doch, wann sie anfangen zu sagen, Leibwache des Generals. Kann ja auch nicht mehr so lange dauern. Oh, ich glaube, jetzt haben wir es aber, ne? Das Reich hat seine nice. Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Sehr, sehr gut. 14 Mann übrig. Da wird relativ viel down gegangen sein, denke ich. Bereite einen Hinterhalt vor. Ja. Ich und tschüss, Taco. So, die Burg, der ist wieder frei. Und plus 3 Loyalität. Lasst uns zuschlagen, Kaiser. Gut, Eddie. Alles klar. So, kurzer Cut an der Stelle. Ich muss Abendessen. Hallo und herzlich willkommen zurück. So, Abend gegessen habe ich und ungefähr 2 Wochen später komme ich wieder zum Medieval-Spielen. Ja, was machen wir hier? Greifen wir den auch noch direkt an? Blach, da hat er so viele Ritter dabei, ne? Müssen wir ganz kurz hier einmal Bestandsaufnahme bei dieser Armee machen. Ich würde die eigentlich gerne mal fortbilden halt, ne? Was ist das hier? Das ist eine Speermiliz. Die hat ja hier in Pamplona ja auch relativ wenig zu tun, ne? Die brauchen wir eher hier unten in Saragossa, ne? Ja gut, ich gehe mal davon aus, dass der hier unten noch ein paar Truppen hat. Also insofern sollten wir jetzt hier auch nicht überstürzen. Wir haben halt sehr, sehr, sehr viele Fernkämpfer. Nur damit machen wir keinen Stich gegen die ganzen Ritter, die der da drin hat. Wir müssen eigentlich hier wirklich erstmal hingehen und die Inf irgendwie mal fortbilden. Ne? Also das ist halt einfach so die Hauptsache. Und da sehen wir hier, da geht einfach gerade hier relativ wenig. Ne? Warum eigentlich? Weil die Rekrutierung so knapp ist. Ne? Ja. Ich nehme auch gern im Zweifelsfall noch eine Einheit Bauern mit, oder? Aber warte mal gerade. Wir können zumindest hier... Die können wir fortbilden. Die Söldner vielleicht sogar auch noch. Das wäre doch immerhin etwas, ne? Ja, wobei ich natürlich nicht glücklich bin, hier ewig darum zu hängen. Ich habe übrigens überlegt jetzt mittlerweile, ne? Wir sind bei Part 51 oder so, glaube ich. Ich nehme jetzt ein bisschen Abstand. Mein Kaiser. Nee, da musst du nicht unbedingt rein. Aber du kannst mir mal zeigen, was der hier unten so für Truppen hat. Wie ein Schatten. Okay, gut, das ist ja auch nicht viel, ne? Ich bin unterwegs. Ich habe gedacht, ich nehme jetzt ein bisschen Abstand von meiner Regelung, dass ich diese Städte alle manuell erobere. Ja, also jetzt einfach, ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich auch ein bisschen auf die Zeit gucken muss, ne? Und also ich meine, natürlich bleiben wir bei den Grundsätzen, wenn ich so eine Stadt auch mal manuell erobern kann, dann mache ich das natürlich auch. Ich werde auf jeden Fall noch weiter erobern. Ich will mir aber mal jetzt mittlerweile mal die Option so ein bisschen aufmachen, auch mal eine Schlachtauto zu resolven, wenn's halt gut geht, ne? Ja, Kaiser. Stimmt, ich habe die Agenten jetzt gar nicht benutzt, ne? Da er oben, da ist noch so ein Fritze. Was Mann hast denn du da? Was ist das 34%, okay, warte mal hier. Benennt das 26, Ziel? Alter. Ich werde euch nicht 95, das ist schon relativ Tod? Dufte, ne? Verratet mir den Namen des Ziels. 45. Was ist das Ziel des Reiches? 46. Tod oder Zerstörung? 89, mach den mal weg. Okay, das ist schon mal gut. Attentäter zur Stelle. 50. Kaiser. Es läuft doch gut hier, ne?
Wir züchten uns hier unten die Super-Attentäter. Oh, direkt ein Quicksave direkt. Mann, ich bin ganz froh, wenn ich die nicht verliere. Ja, wollen wir, brauchen wir einen neuen Papst? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, das meine ich nicht. Der Papst, der mag mich nicht so, ne? Verratet mir den Namen des Ziels. 42. Er wird morgen 18. Ein toter Mann sein. Verratet mir 50. Den Namen des Ziels. Mein Kaiser. 75% Chance zu spionieren. Attentäter zur Stelle. 66%, Kaiser. Komm. Was ist Oh, schade. Jetzt müssen wir einen neuen Papst wählen. Quicksave. Verratet mir den Namen des Ziels. Läuft doch bei uns. Er wird morgen ein toter Aber für 26 Mann sein. Tot oder zerstört? Messer ich den Typen mal noch nicht, ne? Er wird morgen ein toter Mann sein. Warte mal. Attentäter zur Stelle. 78. Kaiser. Dann gucken wir mal, ob man den messern können. Du kannst auch mal hier hoch. Attentäter zur Stelle, Kaiser. Dass wir die noch ein bisschen trainieren können. Das ist so bitter, ne? Wir trainieren hier einfach unsere Attentäter, um die Päpste halt abmessern zu können, ne? Oh, der Papst mag mich nicht. Zack, neue Wahl. Ach, wir sind schon echt hinterhältig. Hier habe ich übrigens vorhin eine Rebellenarmee aufgerieben. So, jetzt kommt die Preisfrage halt hier, ne? Also, die Armee hier ist fett, ne? Da sind halt aber so gut wie keine. Da sind ein paar Fernkämpfer drin, ne? Ich freue den mich Typen auf den da, den schaffe ich doch easy, ne? Den schaffen wir doch easy. Und hier ist ja auch noch eine dicke Armee drauf, ne? Da, ne? Ich meine, da können wir uns doch safe hier auf die Brücke da drauf stellen, ne? Wenn du den Typen mal hier ablädst. Das ist gut. Jo, finde ich auch gut. Ja! Greife die Feinde des Reiches an. Ja, Kaiser, wir beginnen sofort mit der Belagerung. Das ist fantastisch. Ja, das sind doch Holken, ne? Was ist das hier für eine Flotte? Mit uns um Koggen, diese Wasser kämpfen. Ne? Ja, Flotte bereit. Pass auf, hau da einmal gerade drauf. Rückzug, bevor sie uns vernichten. Werfen den Anker. Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Die werfen den rostigen Anker bestenfalls. Ihr müsst mit uns um diese... Eure Befehle, Kaiser. Warte mal, der hat gewonnen? Wollt ihr mir etwa einen Befehl erteilen? Okay. War jetzt nicht so vorhersehbar, dass diese Drecksflotte noch gewinnt. Was geht? Der Typ hat übrigens eben noch einen Inquisitor abgemessert. Das habe ich noch offscreen gemacht. Kaiser, ich bin unterwegs. Das Spiel ist immer wieder für Überraschungen gut, ne? Na komm, dann Mann, jetzt mal weg. In der Tat. So, mach den Typen mal lost, bitte. Ey, Wahnsinn, ne? Da macht er mir die Holks platt. Und hat selber nur zwei Koggen oder so, ne? Na gut. Die Briten halt, ne? Und da muss ich jetzt sagen, ne, jetzt gerade denke ich wieder so, ah ja, Medieval 2 Remastered, ne, mit so einer etwas besseren Steuerung, das wäre schon nice, ne. Jo, mach mal ruhig so. Das ist mir eigentlich relativ egal, wo die Bauern stehen. Bauern sind gar nicht so schlecht. Bauern werden ganz gerne mal, Bauern werden ganz gerne mal unterschätzt. So, einmal ab hier rüber. Bitte hier den Plänkelmodus ausmachen. Was hat er denn da? Das ist alles Infanterie, ne? Ja, cool. Macht mal hier ruhig Defensivmodus, ihr übrigens auch. Ja.
direkt die Infanterie losschicken. Die hier. Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig. Der feindliche General flüchtet, dieser Feigling. Vorwärts und zermalmt den Die brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Hast doch schon gewonnen, oder? Eigentlich, ne? Der Typ da kann ja nicht mehr abhauen, ne? Bist angeblich noch irgendwo im Nahkampf drin, aber wo? Unsere Männer haben den feindlichen General gefangen. Jetzt muss er uns zusehen, wie wir seine Armee besiegen. Wir haben die feindliche Armee geschlagen. Jetzt ist es Zeit, die Schweine zu zerquetschen. Oh wow, der hat sogar noch eine Stadtmiliz übrig. Komm, schieß mal noch ein bisschen. Jawohl. Das Reich hat seine Überlegenheit durch diesen Sieg bestätigt. Ja, guck mal, 4 Mann übrig, wir haben nur 20 Mann verloren. Das ist ja echt so gar nichts, ne? Ja, nein! Doch. Nein, doch. Traurig, aber war ja, doch. Okay. Dann zack hier rüber. Soll ich zerschmettern, Kaiser? Hier haben wir auch noch Truppen, aber die kriege ich jetzt nicht auf die. Die kriege ich jetzt nicht auf den Kutter, ne? Also einmal Holk bitte. Wir müssen fortbilden. Panzerritter. Wir müssen jetzt so scheibchenweise hier fortbilden, ne? Kaiser, ihr wünscht? Kannst du mit denen eigentlich hier rausgehen? Ja, Kaiser! Ohne dass die Ordnung hier gibt. Okay, das ist doch nice. Dann machst du direkt noch bitte 2 von diesen Popel-Stadtwachen hier. Kaiser! Ja, nimm die mal gerade noch mit hier hin. Tatsächlich, wie gesagt, also man kann mit Bauern hier auch ein bisschen was machen, ne? Wenn du eine super starke Kaff hast, dann können auch mal ein paar Bauern gefährlich werden. Das ist, darf man auch nicht unterschätzen, ne? Okay, wir haben hier noch ein bisschen was an Truppen, ne? Preisfrage. Wo schicken wir die hin? Aber nicht so rum, ne? Pass auf, du gehst hier hinter. Befehle, Kaiser. Ihr wünscht? Ja, ich würde dir jetzt gerne mal ein bisschen woanders hinschicken. Die Augen des Reichs. Ja, ich sehe gerade, ich hätte mit ihm eigentlich hier rüber gehen müssen. Naja, ist jetzt auch okay. Kannst du da rein, Würfel 75? Alle Geheimnisse. Na, also, das funktioniert das schon mal ganz gut. Da ist nicht viel drin, aber ich kann mich nicht darauf verlassen, dass die Tore offen sind und ich will nicht mit der Armee da mit runtergelassener Hose dann danach herumstehen. Ne? Ja, also, das Kaiser. Ist. Kaiser! Ich meine, ich habe zwar. Ja, also, hin und Kaiser. Wieder kann man sich mal auf so ein Abenteuer einlassen, aber man muss Lasst es euch nicht übertreiben. Ne? Kaiser. Jetzt habe ich hier keinen General, den ich hier als Hauptmann einsetzen ihr könnte. Und wenn so eine Armee nachher zu den Rebellen überläuft, das wäre halt echt mega ärgerlich. Ne? Ja, Toulouse ist außerdem noch nicht ganz sicher. Also, es ist ziemlich sicher, aber es ist noch nicht ganz sicher. Machen wir mal in Toulouse, aber vielleicht noch. Machen wir in Toulouse. Also, das ist schwierig, ne? Machen wir Infanterie hier. Okay, pass auf, lass mal gerade gucken. Ja, wir brauchen auf jeden Fall wir brauchen eigentlich auch Armbrustschützen. Armbrustschützen kriegen wir in Pamplona. In Toulouse holen wir uns noch ein paar Speerträger und noch irgendwie so einen Feudalritter oder so. Die Spanier haben viel Kavallerie, ne? Also, ja. Okay, bin ich hier mit dabei? Das Ding bauen wir ja um. Okay, gut, alles klar. Dann kannst du aber auch hier echt mit den Kindern mal raus aus der Stadt. Befehle, Kaiser! Kaiser! Befehle, Kaiser! Nach Toulouse kommt er nicht, das ist schade. Die Straßen sind hier so schlecht ausgebaut, ne?
Bleib da noch einen Moment drin. Bleib da noch einen Moment drin. Okay, gut. Also das ist die eine Baustelle. Jetzt müssen wir noch gerade hier diese englische Armee ins Wasser werfen. Was war das hier jetzt? Haufen Ritter und Feudalgedöns und so. Kannst du schon wieder die Route darüber legen? Wir segeln morgen weiter. So, Befehle, Kaiser! Ja, wir haben hier ein bisschen was. Vor allen Dingen haben wir hier auch noch ein bisschen was. Eigentlich wollte ich ja mit ihm, lass mal noch kurz gucken. Okay. Also mit dir wollte ich auch eigentlich eher so auf Jagd gehen mit den Rebellen. Oder wer ist das, ne? Der Rudolf ist ein normales Familienmitglied, ne? Ja, mein Kaiser. Ja? Okay, pass auf, dann machen wir doch mal Folgendes. Dann nimmst du den Rudi mal gerade mit hier hin. Der Rudi bekommt noch ein bisschen. Ja, Kaiser! Vereinen unsere Streitkräfte, der bekommt noch ein bisschen Defensiv-Power. Verbinden die Truppen. Ja, sodass wir hier also auf jeden Fall. Marschiere. Ja. Morgen geht es sodass weiter, wir hier auf jeden Fall gegen die Engländer was machen können. So wenig ist das ja jetzt gar nicht, was er hat, ne? Also die Inf ist halt nicht wirklich gut. Und die Bogenschützen machen tatsächlich auch nicht viel gegen die gepanzerten Ritter, ne? Ich freue mich auf den Kampf mit euch. Ich würde also sagen, wir bleiben hier bei der, ja, wir nehmen nochmal zwei Speerwachen mit. Ich meine, wir werden sie schon brauchen, denke ich. Und wenn die Armee hier mal freikommt, das wird ja auch ziemlich stark, ne? Da sind drei Bauern drin. Die habe ich doch bestimmt für irgendeinen Stadtumbau auf der Pfanne gehabt oder sowas. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wofür und für wen und warum und wieso und weshalb. Pass auf, lass den Holk mal hier noch raus aus der Nummer. Und bild mir mal die Armbrustschützen hier fort. Ja, mein Kaiser. Befehle, Kaiser. Ah, nee, warte, stopp, die kommen ja aus der anderen Stadt, ja. Die kommen aus Rennes oder wo oder aus Angers kommen die, ne? Mhm. Naja, sorry, das habe ich gerade vercheckt. Ja, okay. Ja, dann brauchen wir Kavallerieeinheiten, um gegen die mal was zu machen, sonst dauert das alles 100.000 Jahre. So, hier habe ich noch einen Agenten drin. Der läuft mal bitte Richtung Vilnius vor. Du kannst aber ohne Probleme, denke ich, Vilnius belagern. Wir werden sie für euch besiegen, ja. Mein Kaiser. Belagere die Siedlung, Kaiser. Die Belagerung geht weiter. Und wenn Kaiser. Wir Vilnius haben, dann holen wir uns auch sonst gar nicht mehr so viel. Mein Kaiser. Okay, 95% ist so gut, ne? Still, ich nähere mich an. So, was ist da drin? Ein Haufen Trash, ne? Okay. Ja, die Armee ist ausreichend, um damit eigentlich loszuziehen, ne? Wenn wir jetzt mal sagen, wir lassen diese Bauern, Bogenschützen, Dingsbums, Miliz hier und wir nehmen jetzt nur die Jungs hier mit. So die hier, ne? Für ja. Das Reich. Dann kannst Für du hier runter. Reich. Ja, eure Befehle. Ihr du gibst ihm noch die Kaff mit. Vorwärts, mein Kaiser. Und du gehst wieder hier hin, ja. Zurücke. Und hier machen wir nochmal die gleiche Nummer. Und dann kann der sich mal in 2-3 Runden kann der sich Yazi angucken oder er kann nach Bran runter, um hier bei der Verteidigung mitzuhelfen. Stimmt, du hattest dich ja hier so super defensiv hingestellt. Warum war denn das nochmal so? Ja, Kaiser. Was machen wir denn mit Bernie? Also, stimmt. Ja. Erstmal fällt mir ein, du stellst dich jetzt erstmal hier auf die Brücke. Marschiert! Denn da ist mir ein bisschen zu viel an Truppen. Ne? Der kommt nämlich nicht hier hin. Die zwei kommen hin, da kann ich mitleben. Ihr werdet in das einem ist in Ordnung. Kampf zur Rechenschaft gezogen.
machst du direkt den Hauptmann da weg. Ja, ich glaube, das machen wir mal schnell offscreen gerade. Habe ich jetzt automatisch gemacht. 25 Mann Verlust ist in Ordnung. Wir nehmen bei der Gelegenheit übrigens direkt noch hier ein paar ordentliche Einheiten mit, würde ich sagen, ne? Seid gegrüßt, und dann Kaiser. Laufen wir mit der Armee weiter nach Durazzo. Dann ist, dann Kaiser. Bist du eigentlich hier offen. Und du läufst jetzt mal hier hoch. Ja, wenn wir da oben nochmal die Polen treffen, Kaiser. Dann kannst du, wie alt bist denn du? 45, okay, das reicht noch. Dann kannst du mit denen einen, noch ein Friedensabkommen machen. Ja. Er wird morgen ein toter Mann. Die hier Augen ist noch ein Spion. Ja, komm, tu mal dein Bestes hier. Ah, hat geklappt, cool. Gut, gut, gut. Okay, da ist Rom. Ernennt uns ein Schlachtfeld. Wir werden kommen und kämpfen. Ah, den habe ich total vergessen. Wir wünschen euch den Tod, Heide. Den habe ich ja total vergessen. Ja, dann Miliz. 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 So, dann haben wir auch hier noch ein bisschen was an Defensiveinheiten, falls wir gegen ihn hier kämpfen müssen. Aber wir müssen ja erstmal durch die Rebellen durch. Das finde ich schon mal ganz praktisch. Okay, wir hatten noch eine Flotte hier irgendwo. Okay, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte mit ihm hier hin, weil wir müssen ja Venedig noch platt machen. Das war auf jeden Fall noch so ein bisschen mein Kampagnenziel, ne? So, was machen wir hier mit dieser Armee? Die ist recht stark, die braucht aber noch Inf und die rekrutieren wir jetzt gerade, ne? Okay, wir rekrutieren auch noch eine Einheit Pavese-Schützen. Lass die Pavese-Schützen mal raus. Nimm mir dafür, wir brauchen gegen die Byzantiner auch auf jeden Fall noch einen Speerkämpfer, finde ich. Also die werden ja auch mit Kavallerie kommen und ich will nicht immer hier Horse-on-Horse-Action. Das gibt in der Regel kein schönes Bild ab. Frage ist, wo laufen wir mit dir hin und wo laufen wir mit dir hin? Du hast ja noch so viele Armbrustschützen. Ja, okay, lauf mal gerade erstmal zurück nach Budapest. Gut. Okay. Ich sage, wir nehmen... Stopp. So, pass auf. Wir sind ja hier relativ defensiv aufgestellt. Ich werde schon bald eure Frauen und euer Land genießen. Ja, ja, versuch's mal. Also, ja. Der kennt auch unsere Frauen schlecht, ne? Ob die so zum Genießen sind, das kann der auch so, glaube ich, nicht so wirklich beurteilen, ne? Seid gegrüßt, ja, wir tun mal so, als würden wir runterlaufen. Vielleicht verändert er seine Route oder aber sowas. Also ich glaube, den schaffen wir ganz gut. Wir haben auch sehr viele Fernkämpfe. Wir haben eine sehr starke Infanterie, die auch gut gegen Kavallerie zum Einsatz kommen kann. Also ich glaube, das lohnt sich trotzdem hier. Und den ziehen wir auch noch nach. Ne? Vielleicht sogar... Nee, ich bin der Meinung, den brauchen wir eigentlich auch noch hier drüben. Jetzt haben wir ja mittlerweile so die Frontlinien so halbwegs unter Kontrolle. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also das ist schon eine etwas komfortablere Situation, als das vorher der Fall war. So, hier, ne, du bildest fort, ist klar. Ist klar, kann so bleiben. Ja, kann auch so bleiben, ist eine brauchbare Garnison. Ist auch okay. Auch okay. Ihr habt Glück, dass der Herr für unsere Sünden... Für das Reich! Ja, ja, da haben wir voll Glück, okay. Es ist mir eine Ehre, Kaiser. Rühr das Feich. Ja, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Sollen wir noch irgendwas bauen? Ich glaube, wir heben die Kohle mal noch auf. Ich muss ja mal gucken, was diese ganzen Armeen hier kosten, die ich da aushebe, ne? Teilen die Truppen, Kaiser! Ja, das macht nichts. Verlassen kannst die aufgeben. Armee, Kaiser! Gib mal Kit. Genau, geh mal schnell wieder aufs Boot. Ja, du landest jetzt da wieder. Hm. Jetzt machst du einen Ausfall. Ja, okay. Den sehen wir dann im nächsten Part. Und ich sag erstmal bis dahin, mach's gut und Pax Vobiscum, Valete.